In dieser Kiste verbirgt sich ein Kriegerdenkmal, 1932 eingeweiht. 2018 rückte es bei Bauarbeiten in den Vordergrund und wurde zum Stein des Anstoßes. Über Nacht wurde es dann besprüht und verschwand hinter dieser Kiste. Nur wenige Meter von dem Denkmal entfernt erinnert ein Stolperstein an Hans Leipert, der 1945 als Mitglied der Weißen Rose von den Nazis ermordet wurde. Mit dieser großen räumlichen Nähe wird aber auch deutlich, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Einweihung des Denkmals mit seiner militaristischen und nationalistischen Botschaft, einer zerstörerischen und selbstzerstörerischen Botschaft, und den Gräueln des Nazi-Regimes gegeben hat. Das Kriegerdenkmal trägt den Spruch, den für Volk und Vaterland Gefallenen zur Ehre und im Glauben an die deutsche Zukunft. Diesen Satz möchte die Denkmalgruppe Wilhelmsburg nicht unwidersprochen hier stehen lassen. Und wir setzen uns seit 2 Jahren dafür ein, dass dieses Kriegerdenkmal eine kritische Kommentierung erhält durch einen künstlerischen Wettbewerb. Die in Bildsprache und Inschrift durch das Denkmal transportierte revanchistische und militaristische Botschaft soll durch eine künstlerische Intervention gebrochen werden. Wir erhoffen uns von dieser künstlerischen Intervention aber nicht nur den Bruch mit dieser Vergangenheit, mit dieser mörderischen Vergangenheit Deutschlands, sondern wir erhoffen uns auch eine Bezugnahme auf aktuelle Kriegsereignisse. Denn wir leben in einem Stadtteil hier in Wilhelmsburg, wo es viele Menschen mit internationaler, auch Kriegserfahrung gibt und der Erfahrung von rassistischer Diskriminierung. Damit soll die künstlerische Intervention auch ein Beitrag dazu sein, wie zeitgemäßes Erinnern an die Geschichte unter Umständen realisiert werden kann. Die sind eindeutig auch von dem Standort Genau. gemacht worden. Der Begriff des Völkischen ist widerrufsfähig. Wir als Denkmalgruppe wollen nicht, dass sich Geschichte wiederholt.